Hallo und herzlich willkommen auf Mazes Clash Channel. Silvester ist zwar schon etwas vorbei, dennoch lassen wir heute noch ein paar Mal die Raketen steigen, denn ich habe über Silvester ein bisschen gepusht, auch dank dem One Gem Boost. Das hat mir sehr, sehr viel verholfen und ich habe jetzt gerade meine persönliche Bestmarke von 3730 Pokis erreicht und bin gerade in Champ 2. Das Ziel ist eigentlich Titan 3. Mal schauen, ob ich das packe. Ich werde es erstmal bis Champ 1 hochgehen und dann schauen wir mal weiter. Ihr seht, von den Verteidigungen her sieht es hier oben nicht mehr ganz so rosig aus. Ich verliere eigentlich 99,9%. Ab und zu ist dann doch mal eine Verteidigung dabei, aber das ist doch eher selten. Wir steigen jetzt mal ein in drei meiner Angriffe, die ich hier oben gemacht habe. Ich habe hier drei Lavahunde dabei, normalerweise sind es vier und ich mache das Ganze, wie man schon sieht, mit Lava Loon. 20 Loons bringe ich normalerweise mit in den Kampf. Drei Wutzauber, zwei Speedzauber, zwei Allzauber und ein Giftzauber, der für die Clanburg oder eventuell auch für die gegnerische Königin da ist. Ich suche mir meistens Gegner oder beziehungsweise ich suche mir immer Gegner, die auf Rathaus Level 9 sind, was echt nicht so einfach ist. Also ich suche Viertelstunde, 20 Minuten, bis ich da einen Gegner finde, der vielleicht 15 Pokale für mich aufbietet und auch noch gleichzeitig ein Rathaus 9er ist. Meistens ist es aber so, dass die Clanburg leer ist. Oder vielleicht sogar die Königin auch schläft, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Ich habe außerdem noch 10 Lakaien dabei, denn die sind dann für die Aufräumarbeiten zuständig. Ihr seht, Lavahunde sind down, auch die Loons bestehen nicht mehr und ich bin bei etwas über 40% und das ist dann der Punkt, wo dann die Lakis zum Einsatz kommen und die restlichen Prozente holen. Und was es auch noch momentan richtig erschwert ist, dass ich keine Königin habe. Denn meine Königin schläft momentan. Die braucht erstmal eine Stärkung, die geht gerade auf Level 14, glaube ich. Und nur mit einem König ist es wirklich schwierig, das Rathaus noch zu bekommen. Manchmal schaffen es die Loons von alleine, das Rathaus zu bekommen, aber der König ist meistens noch vonnöten. Und deshalb habe ich hier auch noch 4 Magier mit dabei, die meinen König da unterstützen. Und ganz wichtig ist es, dass man da die Lakaien außen setzt, damit man einen Pfad praktisch kreiert, damit der König, der ja jetzt nicht wirklich der Allerschlauste ist, auch wirklich genau in die Mitte reinläuft zum Rathaus. Hier sehen wir auch, wie der König sich gerade an einer Mauer noch vergreift und jetzt genau in die Mitte läuft. Und jetzt kommen meine Magier von hinten hinterher, 4 an der Zahl. In der Mitte habe ich noch meinen Giftzauber aufgehoben für die Königin und ein paar Skelettfallen, die da noch auftauchen. Die Magier werden hier sehr, sehr gut vom König getankt. Dessen Fertigkeit zünde ich und hier kommen noch ein paar allerletzte Minions, um auch ja sicher zu gehen, dass da das Rathaus noch fällt. Und mit etwas Glück schaffen es die Magier hier noch, das Rathaus down zu bekommen. Der König lebt auch noch und was ich auch sehr, sehr häufig sehe, ist, dass die X-Bögen alle auf Boden gestellt sind. Also die meisten Rathaus 9er, die haben ihre X-Bögen auf Boden und das kommt natürlich mir auch wiederum entgegen. Und ich nehme das Ganze natürlich dankbar an. So, einen Lakai sehen wir hier noch, wie er noch etwas Elixier hier aus dem Elixierlager heraussaugt. 8 Pokis, das ist ganz akzeptabel, es geht aber noch definitiv besser, wie wir nachher noch sehen werden. Der zweite Angriff, beziehungsweise die anderen Angriffe, die wir gerade noch sehen, so ungefähr sehen die Pokis aus, die ich bekomme. Meistens sind es 2-Stern-Angriffe, manchmal nur 1-Stern, ganz selten 3-Stern-Angriffe. Und wir springen jetzt mal in einen weiteren 2-Stern-Angriff gegen Immortals von Moist Pork, ein Verteidiger in Champion 3. Und es ist wirklich meistens so, dass die Gegner, die ich finde, sind eher Champion 3. Häufig sind sie auch im Meister und bringen dann natürlich so gut wie überhaupt gar keine Pokale. Und dann lohnt sich das natürlich nicht, die anzugreifen. Deshalb sucht man auch ein bisschen länger. Und ich habe hier bei der Base ein bisschen einen Schmarrn gebaut. Ich hätte vielleicht gleich von links und rechts außen cleanen sollen und dann mit den Loons erst in die Mitte rein, damit die auch wirklich ganz in die Mitte reinfliegen. Ich habe das hier etwas falsch gemacht und jetzt erst kommen noch ein paar Loons, die hier mit einem Eilzauber noch in die Mitte reinfliegen. Aber die sind leider nicht so viele. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 Stück, die es hier gerade noch schaffen, einen X-Bogen und einen Tesla noch wegzuräumen. Die anderen, die fliegen hier außen rum und sehr zu meinem Erstaunen schaffen sie es doch, außen herum alles zu cleanen. Und ein Lavahund ist mir da auch noch aufgefallen, dass ich den noch dabei hatte. Den habe ich auch vergessen, also eigentlich relativ viel schief gelaufen hier. 50% sind jetzt zwar schon gefallen,
Also demnach ein Stern schon sicher. Aber ich gehe natürlich immer auf die zwei Sterne, weil ein Stern bringt einem bei einem 15-Pokal-Angebot nicht wirklich viel weiter. Das sind dann halt 5 Pokis, die man da mit einem Stern bekommt. Und wenn man dann selber verteidigt und Pech hat, verliert man wieder 20. Heißt, ich müsste allein 4 Angriffe davon machen, damit ich irgendwie wenigstens auf meinem Pokalstand bleibe. Und deswegen sind 2 Sterne natürlich auch immer so das Ziel von meinen Angriffen. Die Lakis dienen dazu, wieder mal hier den Weg außen zu kreieren. Und der König wird wieder gesetzt, damit er hoffentlich hier in die Mitte reinläuft. Etwas Schwierigkeiten bietet hier noch die Königin, aber ich habe noch meine Faust übrig. Eine Riesenbombe nimmt mir hier leider meine Magier weg, aber der König ist jetzt gerade dabei, noch sich den Weg nach innen reinzubahnen, und ich habe noch 2 Lakaien übrig. Die spielen jetzt noch eine wichtige Rolle. Ein paar Skelettfallen lenken hier den König noch ab, und er schafft es durch die letzte Level 9er Mauer. Das Delix-Lager fällt, und wir sehen, das Rathaus hatte nur noch ganz, ganz wenig Lebenspunkte, glücklicherweise durch die Luftballons, die da vorher anscheinend schon sehr, sehr viel Schaden gemacht haben. Ansonsten wäre das natürlich nichts geworden hier. Also Glück gehabt, mit Königin wäre das Ganze natürlich deutlich einfacher, aber die schläft leider noch ein paar Tage. Tja, mal schauen, wie lange ich noch weiter mit dem König hochgehen muss. Vielleicht verbessere ich auch die Königin gleich weiter. Das werden wir mal sehen, aber ich glaube, in Richtung Titan wird sie schon sehr wichtig. Jetzt haben wir einen allerletzten Angriff gegen Ali.N von IDBF. Ich habe hier aus Versehen nur 3 Lavahunde mitgenommen. Normalerweise nehme ich 4 mit. Und auch die gegnerische Klamburg, um die kümmere ich mich gar nicht, obwohl ich einen Giftzauber dabei hätte. Das verstehe ich auch nicht. Ich glaube, ich habe das irgendwie im Kampfgetümmel übersehen. Und die vielen Loots haben sich aber eigentlich relativ gut hier in dem Angriff gemacht. Ich war echt erstaunt, dass alles so gut gelaufen ist. Die Loons sind super geflogen, die Spells waren ganz ordentlich gesetzt, bis vielleicht auf einen. Und ihr seht schon, hier bleibt nur noch ein Bogiturm und ein Magierturm übrig. Die Lavahunde sind gut geflogen, es ist eigentlich alles hat gut geklappt. Und jetzt setze ich meine Lakaien und räume hier wieder außen den ganzen Rest auf. Ich brauche nicht einmal meinen König zu setzen, so gut sind die Hunde und die Loons hier geflogen. Und ich lasse einfach auslaufen und schaue meine schönen 3 Sterne an, die ich hier bekommen habe, und das waren 17 Pokale, und das ist echt ordentlich. Mit 17 Pokalen kann man schon was anfangen. Das geht dann deutlich mehr in die Richtung von Champion 1. Da sind die 3 Sterne gefallen. Hab mich natürlich super gefreut, und ab und zu ist eben auch so ein Angriff dabei. Übrigens, hier oben der Bonus ist echt cool. Da mit den 200.000 Bonus jeweils kann man wirklich was anfangen, und ich farme hier oben nicht nur dunkles Elixier relativ gut für meine Königin, sondern natürlich auch für meine Mauern, die jetzt alle auf Level 9 sind und jetzt auf Level 10 müssen. Ja, das war's wieder von mir. Ich werde mich wieder melden, wenn ich dann vielleicht hoffentlich irgendwann anno dazu mal in Titan angelangt bin, und dann schauen wir mal, wie das da oben so aussieht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos hier auf Mazes Clash Channel.